Ich grüße Sie herzlich zu diesem geistlichen Wort am heutigen Heiligen Abend aus dem Haus des Kirchenkreises in Berlin-Lichtenberg im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Es ist schön und gut, dass Sie teilnehmen, denn wir leben in Zeiten, die wir noch zum vorigen Weihnachtsfest nicht für möglich gehalten hätten. In einer Zeit, da der Krieg nach Europa zurückgekehrt ist. Der Krieg des von Putin regierten Russlands gegen die Ukraine ist uns nahe gekommen. Wie konnte es so weit kommen? Kann uns die Weihnachtsgeschichte, wie wir sie im Lukas-Evangelium finden, eine Hilfe sein, diese Entwicklung zu verstehen? Unsere Frage ist Anlass, auf die alten Worte neu zu hören. Am Anfang des Lukas-Evangeliums hören wir: Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zu der Zeit, da Quirinius Statthalter in Syrien war. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeglicher in seine Stadt. Da machte sich auf auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das judäische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem, darum, dass er von dem Hause und Geschlechte Davids war, auf dass er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe, die war schwanger. Und als sie daselbst waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde, bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herde. Und des Herrn Engel trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie, und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird, denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen: Ihr werdet finden das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegend. Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen: Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Amen. Am Anfang des Lukas-Evangeliums hörten wir, liebe Gemeinde, warum wir Weihnachten feiern: Weil Gottes Friede auf die Erde gekommen ist. Der Friede Gottes senkt sich in die Herzen der Menschen und dort bewirkt er etwas. Er macht uns zufrieden. Gottes Frieden senkt sich in die Herzen, zuerst die der Hirten. Sie gehörten zu den Außenseitern ihrer Zeit. Dass wir heute noch von den Hirten von Bethlehem wissen, liegt nur an der Weihnachtsgeschichte.
Sie berichtet, dass diese Außenseiter Gott wichtig waren. In seiner Verabredung mit ihnen werden sie andere, Zufriedene. So fängt der Frieden an. Er ist ein Geschenk Gottes. Wer mit seinem Leben zufrieden ist, der macht auch Frieden. Wer dagegen meint, er sei zu kurz gekommen, wer das Leben für einen Betrugsversuch am eigenen Glück hält, der ist darauf aus, sich ein größeres Stück vom Kuchen natürlich auf Kosten anderer zu sichern. Frieden fängt mit Zufriedenheit an, auch wenn er nicht mit ihr endet. Kann es sein, dass diese Zufriedenheit Putin und seinen Leuten fehlt, dass sie sich wie zu kurz gekommene sehen, die man um ihr Glück betrog? Auf dem Hintergrund dieser biblischen Geschichte legt sich das nahe. Dies möchte nur eine Erklärung sein und natürlich keine Entschuldigung. Frieden fängt mit Zufriedenheit an. Frieden ist ein Geschenk Gottes. Und als Beschenkte können wir anderen das Gefühl vermitteln, dass das Leben kein Betrugsversuch ist. Wie das gelingt? Indem wir uns und andere daran erinnern, dass wir alle etwas gut können. Niemand kann nichts. Jeder kann etwas. Und viele wissen auch, was sie ganz gut können. Gut können wir Dinge, weil wir Begabungen, weil wir Fähigkeiten haben, die uns in die Wiege gelegt wurden. Weil das so ist, deshalb können wir dann aus diesen Gaben und Fähigkeiten etwas machen und ja, sollten das auch. So erkennen wir, dass wir Beschenkte sind. Wir sind schon reich und können andere darum reicher machen, nämlich an Vertrauen. Vertrauen ist die einzige Währung, die zwischen Menschen zählt und an die keine Inflation heranreicht. Vertrauen wecken in unsere Mitmenschen, in unsere Zukunft, ja, ins Leben selbst. Das können wir als Beschenkte. Dass das Vertrauen zum Leben seinen Grund hat, daran erinnert Weihnachten. Da wird ein Baby, das größte Zukunftsversprechen für uns Menschen, in einen Futtertrog gelegt. Wie groß muss das Vertrauen von Maria gewesen sein, dass ihr Kind durchkommt, dass es beschützt wird. Sie macht mit den Umständen Frieden. Sie versucht, das Beste aus ihnen zu machen, denn sie vertraut den Worten der Hirten, Gottes Frieden kam auf die Erde. Darauf baut sie in all ihrer Hilflosigkeit. In all ihrer Angewiesenheit weiß sie sich darin aufgehoben und bewahrt. So ist sie selbst Teil des Friedens Gottes geworden, eines Friedens, der Zufrieden macht. Mit dieser Zufriedenheit setzt eine Friedensbewegung ein, für die Gottes Frieden mit uns Halt und Grund für die eigene Zufriedenheit geworden ist. Diese Friedensbewegung hat damals begonnen. In jedem Weihnachtsfest erneuert sie sich. Weihnachten als Fest des Friedens, das ist eine gute Zusammenfassung. Und es dämmert uns heute wieder, wie wichtig Frieden ist. Denn der Krieg, den es ja all die Jahre vorher auch schon gab, ist uns näher gerückt. Darum müssen wir auch den Frieden Gottes nahe an uns heranlassen. Es wertet uns auf, dass Gott zur Verabredung mit uns kam, auf unsere Erde. Auch wir sind ihm wichtig. Wir dürfen mit uns Frieden machen, so wie wir sind. In diesem Frieden, in unserer Zufriedenheit, kommt Weihnachten auch bei uns an. Lassen wir es nicht folgenlos an uns vorbeiziehen. Machen wir Beschenkte, andere, reicher an Vertrauen ins Leben. Amen.
Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unser Denken und Tun. Amen. Auch in diesem Jahr bitten wir Sie um eine Kollekte für Brot für die Welt. Das Spendenkonto und weitere Informationen zu dieser Weihnachtskollekte finden Sie in der Beschreibung dieses Videos. Ich lade Sie nun ein, das die Christen verbindende Gebet mitzusprechen, das uns Jesus gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Gehen Sie in diese Weihnachtstage mit dem Segen Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen.